Hallo Freunde, der NRW war 18 hier und ihr habt euch richtig entschieden, hier bei mir zu bleiben, bei meinem Let's Play Simon the Sorcerer. Denn ich bin, naja, oder nicht weiter, aber mir ist ein Gedankenblitz in den Kopf geschossen. Und der sieht folgendermaßen aus. Die Instant-Maschine in Kalypsos Laden konnte doch, soweit ich das noch in Erinnerung habe, alles verwandeln. Und daher... Ich habe schon sinnloseres oder komischeres in Adventures gemacht, insbesondere hier bei Simon. Und daher... Ein Wunderwerk der Technik. Versuchen wir doch einfach mal... Achtung, Achtung! Eine wichtige Nachricht! Die Waffe muss bis zum Monatsende fertig sein! Beeil dich! Ja... Den mit der... Und es... Tja, tut mir leid, Papagei. Ich muss mal eben was ausprobieren. Und ja, ja. Rein mit dir! Ja, 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 ja. Oh, wie ist das herrlich. Moment, ist der jetzt hinüber, oder? Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Was? Tüte Buchstabensuppe? Das ist ein Voice-Message-Papagei in Einzelteilen. Was? Was? Jede Menge Buchstaben. Mal sehen, was ich damit anstellen kann. Das artet hoffentlich nicht zu einem Text-Adventure aus. Nein, Buchstaben sortieren. Hier spricht Kalava, zukünftiger König anstelle des Königs. Und hier ist wieder Kalava, ihr Dozent im Fernstudiengang Bösewicht in 30 Tagen. Simon, du Trantüte, wo bleibt mein Diamant? Ich will jetzt keine Buchstabensuppe sortieren. Okay, das letzte ist es nicht. Das zweite ist es auch nicht. Und das erste, das soll ja eine Nachricht an unseren Doppelgänger sein. Deswegen kann es eigentlich nur das dritte sein. Weil das zweite passt überhaupt nicht. Und das erste, es soll ja eine Nachricht sein. Und das hier oben, das hört sich eher so an, als wenn der irgendwie ans Volk sprechen würde. Machen wir mal das. Simon, du Trantüte, wo bleibt mein Diamant? Bring mir den Klunker endlich vorbei, statt deine Karteikarten zu sortieren, du elender Nichtnutz. Du bist ein Prospekthüllen aufheftender, darf man das Frager? Ach, herrje. Ja, sogar ein pedantischer Zimmeraufräumer. Warum sollte Kalava ihn beleidigen? Das macht auch keinen Sinn. Na gut, hier beleidigt er ihn auch. Aber, naja, auf eine Sache bezogen. Ich würde jetzt auch eher das erste nehmen, weil das zweite passt nicht. Bring mir den Klunker endlich vorbei, statt deine Karteikarten zu sortieren. Du elender Nixnutz. So, erledigt. Jetzt muss ich die Suppe nur noch auslöffeln, in einen Papagei zurückverwandeln. Ja, genau. Wir verändern ja jetzt die Nachricht, wie gesagt. Deswegen, er soll uns ja jetzt das vorbeibringen. Tolle Idee. Funktioniert nur leider nicht. Warum nicht? Das ist ein umprogrammierter Voice-Message-Papagei in Einzelteilen. Ja, und jetzt? Och nö, wie kriege ich denn jetzt... Moment, was gibt's hier noch in dem Laden? Registriergröße, Notizzettel, Auslagen, Voodoo-Kiste mit Löchern, magische Lampe, Gläser. Hier irgendwas angucken vielleicht? Augen in das Peak, eingelegte Kelpiez. Na, okay. Augen in... Nein. Eine Maske für Regentänzer. Nein. Nur eine kleine Kiste mit Runen drauf, in der es verdächtig raschelt. Ich glaube nicht, dass ich mehr darüber herausfinden möchte. Was hiermit? Magisches Neonlicht. Da habe ich aber schon Besseres gesehen. Nein. Registrierkasse. Ist da irgendwas? Na, okay. Er will nicht reingucken. Alex sollte eine Scannerkasse anschaffen. Ja, womit sollen wir das jetzt hier benutzen? Mit dem dicken Was Rest? Soll das denn? Nein. Versuchen wir vielleicht einen Moment, was haben wir denn hier überhaupt? Magisches Huhn, Kompass, falsche Diamanten. Das ergibt bestimmt.
Nein, in den Topf auch nicht. Ölschürkenzettel. Keine Ahnung. Ins Glas können wir es auch nicht stopfen. In die Kiste. Tolli! Können wir es auch nicht stopfen. In den Topf können wir es auch keine nicht stopfen. Keine Ahnung, was. Bah! Nein, das geht nicht. Er ist doch nicht wahr. Was soll das? Ach, weiß ich auch nicht. Tja, und ansonsten. Zauber. Sind es Zauberschriftrollen oder Kuchenrezepte? Für mich sieht dieser Krempel gleich aus. Och Mann. Das muss doch hier irgendwas sein. Hier die Kiste vielleicht. Diese Truhe beunruhigt mich leicht. Wahrscheinlich liegt das an den Knochen und Überresten von früheren Kunden, die zwischen ihren Zähnen hängen. Tja. Ein leichter Heiltrank, ein fehlerhafter Diamant, ein makelloser Topaz und ein ledierter Schädel. Wenn ich jetzt noch einen dreifach gesockelten Gegenstand hätte, wäre die Ausrüstung für meinen Action-Rollenspielhelden komplett. Aha. Was soll uns das sagen? Nichts. Das ergibt... Wieso kann ich nein, das damit nicht benutzen, Mann? Keine Ahnung, was... Na, mit der Voodoo. Tolle Idee! Nein, auch nicht. Ja, und hier, das hatten wir schon alles. Mann. Was soll das? Ach, was weiß ich denn? Ich spiele das hier nur. Nein, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Vielleicht in Huhn verwandeln. Tolle Idee! Nein, auch nicht. Und das Huhn damit? Nein, der wird das wohl doch jetzt da nicht... Was soll das bringen? Brauche ich vielleicht eine Hühnersuppe? Außerdem weiß doch jedes Kind, dass ein totes Huhn der nützlichste Gegenstand in Adventures überhaupt ist. Ah ja, gut, das war mir jetzt neu. Tja, aber... Ich hänge wieder fest. Das ist Alex' Freundschaftsring, den sie mir zurückgegeben hat, obwohl... Naja. Vielleicht bei unserem Doppelgänger im Laden... Ach, nicht im Laden, im Haus. Die sind nämlich immer noch da am Diskutieren. Fluffiger Teppich. Toilette. Will er die Toilette benutzen? Das Klo ist blitzeblank. Meine Mama wäre stolz auf meinen Doppelgänger. Nein, schade. Keine Ahnung, was ich damit... Das ergibt bestimmt einen... Tja, Freunde. Was soll das denn? Ich hier irgendwie nichts wissen. Wie soll ich jetzt diesen vermaledeiten Papagei wieder... Oder ja, hier, genau. Soll ich die Buchstaben da hinsetzen, oder was? Nein, das... Tolle Idee! Funktioniert nur leider nicht. Das weiß ich selber. Ordner. Was soll das denn? Das bringt alles nichts. Ah, damit kann man scheinbar die Zauberenergie messen. Ich probiere das Ding mal aus. -9. Das blöde Ding funktioniert ja gar nicht richtig. Das ist doch nicht wahr. Was ist, wenn wir das damit... Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ja, Sam, ich mittlerweile irgendwo auch nicht mehr, weil, nichts wissen wie weiter. Da stehen lauter Zaubersprüche der 7. Stufe. Hier zum Beispiel... Speichern und laden. Stellen Sie sicher, dass eine Festplatte oder ein anderer geeigneter Datenträger in der Nähe ist, wenn Sie diesen Zauber ausführen. Ja, ja. Wenn Sie diesen Zauber ausführen. Ah, nee, ist klar.
Seid ihr auch so viel mit Magie zu tun? Na, wie läuft's, Kumpel? Geht dir endlich ein Licht auf, dass sie dir übel mitgespielt haben? Vielleicht die Buchstaben in den Topf? Das ergibt... Nein. Tolle Idee! Keine Ahnung. Ey, das kann doch nicht sein. Wie bekomme ich das jetzt wieder in diese Papagei-Form? Das will er nicht machen. Nein, das geht nicht. Augen in das Peak. Oh, und er sagt immer wieder dasselbe. Was soll das denn? Das ergibt... Registrierkasse, du Idiot. Tolle Idee. Auch nicht. Keine Ahnung, was ich... Auch nicht. Augen in... Nee. Du sollst das schon mitnehmen. Was soll das denn be... Na, wie läuft's, Ja, wissen wir. Nur eine... Magisches Neonlicht. Da habe ich aber schon Besseres gesehen. Magisch... Nur eine kleine... Tja, Freunde, das ist jetzt ein wenig verzwegt. Denn... Wenn man gerade nichts drin kocht, kann man damit Topfschlagen spielen. Wenn man 5 Jahre alt ist und noch Kindergeburtstage feiert. Das bringt alles nichts, Freunde. Was sagt die Zeit? Okay. Tja. Njam, njam, njam. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Ich nix wissen. Da fällt mir dieser Film ein. Angriff der fleischfressenden... Nein. Fußmatte? Liegt da was drunter? Eine ziemlich langweilige Fußmatte. Eine ziemlich... Nein. Tja, Freunde, dann würde ich sagen... Wie sollen wir... hier weiterkommen? Da hinten... Es gibt keinen anderen, der irgendwie magisch ist. Da ist keiner mehr. Der Reiche, der sitzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ja, in der Burg waren wir. Hier unten das Flussufer, da ist auch keiner magisch. Tja, da müssen wir uns wohl gedulden, Freunde. Da probiere ich nochmal mein Glück. Vielleicht hat er mittlerweile schon wieder was. Hallo! Bist du da drin? Wo soll ich sonst sein? Was willst du? Ich wollte dir einen Drachenjäger vorbeischicken. Das stört dich hoffentlich nicht. Hä? Du schickst mir mein Mittagessen? Wie nett von dir. Es soll anklopfen, wenn es da ist. Auch nicht schlecht. Und er schmeißt mich schon wieder aus der Unterhaltung raus. Oh, das kann ja nicht sein. Freunde, ich schmeiß euch jetzt auch raus, nämlich ab in die Falle. Wir haben es 1.13 Uhr am Freitagmorgen, also nachts. Ja, eben Nachtschicht. Jetzt habe ich mir gedacht, noch ein bisschen Zeit. Die 2 Teile sollen es aber dann auch jetzt gewesen sein. Nicht nur, weil mir jetzt gleich die Augen zufallen, sondern weil ich hier echt nicht mehr weiterkomme. Keine Ahnung. Wir haben den Papagei da reingesteckt. Wir haben jetzt dann diese komische Buchstabensuppe in eine Nachricht verändert. Aber wie kriegen wir den Papagei wieder? Okay, Fragen über Fragen. Das alles aber erst im nächsten Teil. Hier ist jetzt Feierabend. Zuletzt müsste ich noch 2 Dinge loswerden. Und zum ersten Poesiealbum. Ja, irgendwie, ich habe so langsam die Befürchtung, dass es verloren gegangen ist. Es hat echt nicht lange gedauert. Naja, was will man machen? Ich drücke die Daumen, dass es wirklich noch klappt und dass es wirklich hier bei mir ankommt, dass es an der Post lag. Aber mich dünkt die Vermutung, als dass mein Poesiealbum verloren gegangen ist. Naja. Das war irgendwo abzusehen. Dann zum zweiten, die Gamescom 2013. Ich habe es ja schon verlauten lassen und auch einen Counter auf meiner Fanpage schalten lassen. Da geht's auch los. Da kommen jetzt in den nächsten Tagen dann die oder das passende Video dazu. Und ja, das war's dann erstmal. Morgen weiß ich nicht. Übermorgen weiß ich eventuell. Ansonsten, ach, ihr werdet einfach schon sehen, wann die neuen Folgen kommen. Hier und dann auch bei Klingon Academy. Bis dahin würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns dann mit dem nächsten Teil hier wieder. Hoffentlich dann noch mit einer Lösung, wie wir denn diesen dämlichen Papagei wieder kriegen. Also bis dahin, NRW bei 18. Adieu.